Bei Dorum im Landkreis Cuxhaven ist ein Audi nach einem Überholmanöver seitlich gegen einen Baum geprallt. Dabei kam ein Mitfahrer ums Leben. Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Der Fahrer wollte offenbar überholen. Das Auto geriet nach einer Kurve ins Schleudern. Die Feuerwehr musste an dem völlig zerstörten Fahrzeug schweres Gerät einsetzen. Nach dem Unfall kamen Angehörige zur Unfallstelle. Es sollen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Und wir hatten relativ schnell Angehörige hier vor Ort. Und diese Angehörige zu beruhigen und auch von der Einsatzstelle wegzubekommen, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Die vier Verunglückten waren offenbar auf dem Weg zu den Angehörigen, die zur Unfallstelle eilten. Die Polizei versucht nun noch, den genauen Unfallverlauf zu rekonstruieren. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.